Mal gucken, ob ich ein spontanes Video hinkriege. Erstmal die aktuelle Situation. Es sieht eigentlich schon wieder ganz gut aus momentan. Ich habe mal einen Blog geschrieben, welches oder welchen ich wieder aufgenommen habe. Wo ich jetzt momentan auch täglich schreibe. Und dass ich wieder so hoch bin, seit 3 Wochen. Obwohl ich noch in dieser Jobcenter-Maßnahme bin, da ich freiwillig bin. Ich hätte auch hinschreiben können, laut Grundgesetz, Paragraph so und so, Artikel so und so, würde das die freie Entfaltung der Persönlichkeit einschränken und ist dann mit Grundgesetz widrig. Und damit, ja, haben viele schon Erfolg gehabt. Und wenn die erstmal schreiben, nee, machen wir nicht, dann kann man mit einer Klage drohen und so weiter. Ja, aber ich wollte es trotzdem mal machen, die Maßnahmen, die hätten noch einiges gebracht. Aber ich will nicht in jedem Video über diese Maßnahmen reden. Jedenfalls, also zumindest ist sie nächsten Monat zu Ende, nächsten Montag. Und ja, ich bin jetzt wieder dabei angekommen, also fast bei meinem Ziel wieder angekommen. Ich merke es auch an meinen Augen, dass die wieder ja, klarer sind insgesamt. Das ist für mich immer ein Zeichen davon, dass der Geist mehr Raum einnimmt, mehr Raum zur Verfügung hat und mehr Dinge steuert, mehr das Lenkrad sozusagen in der Hand hat. Ja, seit 3 Tagen wollte ich auf dem Säfteplan sein, also habe die ersten 2 Tage davon Säfte getrunken, oder seit den letzten 4 Tagen bin ich auf dem Plan oder beziehungsweise hatte wieder das starke Bedürfnis, komplett Säfte zu konsumieren, und war dafür auch dann auf allen Ebenen bereit diesmal. Gestern habe ich aber eine Ananas gegessen, weil ich so voll war, die einfach zu entsaften. Wieder nach der Maßnahme war ich dann einfach wieder zu fähig, weil ich auch ja, Lötzinndämpfe eingeatmet habe und habe dann auch gemerkt, also nachdem ich die Ananas gegessen hatte, dass der Puls und der Blutdruck dann wieder deutlich gestiegen ist und das ist ja der Parameter für den Stoffwechsel und der Stoffwechsel ist ja in erster Linie ein Heraustransportieren von Stoffen, also der Wechsel nach außen hin sozusagen, das heißt Entgiftung quasi, also Stoffe, die nach außen transportiert werden, das ist immer Entgiftung, deswegen kann auch niemand sagen, es gibt keine Entgiftung, weil jeder dem zustimmen würde, dass es einen Stoffwechsel gibt. Und wenn Stoffe nach außen transportiert werden, dann ist Entgiftung einfach nur ein Synonym dafür, weil es Stoffe sind, die der Körper nicht mehr gebrauchen kann, zum Beispiel durch den Urin oder Fäkalien zum Beispiel. Ach, nicht so rumschwenken hier. Ja, was wollte ich dazu sagen? Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, weil mir was Neues dazu eingefallen ist. Genau, der Blutdruck und Puls ist dann angestiegen und dadurch konnte dann der oder die Lötzinndämpfe besser wieder heraustransportiert, sprich entgiftet werden. Und dafür sind halt auch genau Früchte da, um Gifte besser rauszutransportieren. Deswegen muss man dann manchmal halt doch essen, wenn die Umstände es so erfordern. Dann hatte ich aber auch kein Problem damit. Ich habe gemerkt, die Ananas, das war 1,5 Kilo, hat mich extrem geerdet, hat sich also wie krasse unnötige Ballaststoffe eigentlich angefühlt. Aber und ich mag auch dieses Gefühl der Erdung überhaupt nicht eigentlich. Aber gleichzeitig hat mich das so entspannt, das habe ich dann einfach zugelassen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wenn Früchte schon dazu beitragen, mich erden zu können, mich so gut erden zu können, dann kann ich es auf jeden Fall zulassen, weil die ja wenigstens, da die Rohkost sind, keine Verdauungsasche hinterlassen, also keine Rückstände im Körper und im Darm hinterlassen, also sauber verbrannt werden. Und da bin ich dann halt jetzt nicht mehr so anspruchsvoll für mich, dass ich da halt immer möglichst schnell und sofort das Perfekteste und Beste schaffen möchte. Und ich gebe mich dann halt damit zufrieden. Und auch wenn ich das Gefühl der Erdung nicht mag, kann ich mich daran gewöhnen, wenn es halt notwendig ist, sag ich mal so. Da muss man nicht immer nach den Gefühlen gehen, sag ich mal. Obwohl ich auch Gefühle sehr wichtig finde, was aber jetzt auch nicht zum Video passt. Ich sage öfters im Video, das ist ein anderes Video, das ist ein anderes Thema, aber ich mache zu diesen Sachen anderes Video, einfach nicht dazu komme insgesamt. Ja, das war dann das Einzige, was ich da gegessen hatte, oder war das noch was? Ich hatte am Abend 4 Stunden später
um 18:30 noch 6 Kakis circa gegessen. Und es war auch nötig noch, um diese Dämpfe rauszubekommen. Danach habe ich bis heute 24 Stunden trocken gefastet, weil sich das einfach so ergeben hat. Also es war überhaupt nichts Geplantes. Also ich plane halt nie was sehr konkret, sondern gebe einfach einen gewissen Rahmen vor, wie ein Kind sozusagen, was spielerisch mit der eigenen Zukunft umgeht. Und diese Flexibilität, aber gleichzeitige Determiniertheit finde ich den besten Ausgleich, die beste Balance, um weiterzukommen und auch möglichst reibungsfrei weiterzukommen. Ja. Oh, erstmal kurz entspannen, durchatmen und weiter überlegen. Gut, ja, das hat sich dann so ergeben gehabt. Trockenfasten 24 Stunden, hatte dann 8 Stunden heute Maßnahme/Arbeit, musste wieder löten, wieder Lötdämpfe eingeatmet, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie keine Lust, dann jedes Mal eine Minute Luft anzuhalten, dann muss ich doch wieder mit dem Lötkolben dran und das war halt so eine friemliche Arbeit, da musste ich die ganze Zeit immer dran und weg und dran mit dem Kolben. Das war ein bisschen schwierig, da jetzt die Luft anzuhalten. Ich habe dann gemerkt, nach 5 Minuten schon, dass man schwindelig davon wurde. Und 30 Minuten vorher in der Mittagspause konnte ich noch sehr leicht energetisch flockig zum Supermarkt gehen und mir da ein paar Kakis kaufen. Also hatte ich sehr viel Energie. Aber eine halbe Stunde nach dem schwindelig werden, wo dann Ende war für den Tag, und ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, war nicht nur leicht schwindelig, sondern meine Beine waren auch plötzlich extrem schwer. Das heißt, diese Dämpfe, die direkt in den Blutkreislauf gespeist, weil die direkt entgiften wollte. Weil der körpereigene Fettgiftspeicher oder Fettgiftpolster nicht mehr wirklich vorhanden ist. Dann werden die Gifte halt direkt entgiftet. Was natürlich gut ist, wenn man es dann halt wirklich sofort merkt, wenn man vergiftet ist und das nicht einfach ignoriert wird vom Körper. Was natürlich auch in dieser Welt sehr, sehr stressig sein kann. Gut, morgen muss ich nochmal löten. Aber da werde ich gucken, dass ich dann irgendwie länger die Luft anhalte. Ja. Ist übrigens eine Alarmanlage, die wir da gebaut haben. Hat mir sehr Spaß gemacht. Also Elektrotechnik macht mir eigentlich ziemlich Spaß, muss ich sagen. Hat mich schon immer fasziniert, so Computer, aber auch Elektrotechnik. Also auch diese ganzen logischen Sachen, dass sich daraus dann neue Sachen ergeben, dieses Experimentelle auch und dass da halt ja was sehr komplex Wirkendes bei rauskommt, wenn man aber ganz viele logische, einfache Einzelschritte macht, die in ein Gesamtsystem sozusagen verbindet und dann was sehr Komplexes herauskommt, das liebe ich total. Deswegen macht mir sowas da Spaß. Den anderen Leuten natürlich nicht, die da sind. Ja, und heute habe ich dann um 18:30 die Kakis gegessen, die ich mir geholt habe. Das waren auch 6 Stück circa. Hätten mehr sein können, aber ich habe momentan nichts mehr. Also ich habe gerade 2 € noch in der Tasche. Aber das ist kein Problem, weil ich kann mir das, also ich kriege vom Amt halt diesen und nächsten Monat noch Geld. Und dann habe ich 3 Monate insgesamt Geld vom Amt gekriegt, aber nur deswegen, weil ich habe auch 3 Monate lang Vollzeit deswegen gearbeitet in dieser Maßnahme und habe dafür dann nur 325 € bekommen und 200 € Miete. Also ungefähr 500 € für eine 35-Stunden-Woche, die aber sogar noch mehr schlaucht, als würde man richtig arbeiten. Weil da sitzt du die ganze Zeit, also die Hälfte der Zeit nur rum und hast nichts zu tun. Das macht einen so fertig irgendwie. Aber die wollen einen halt aus der Statistik raus haben, damit man nicht in der Statistik auftaucht. Deswegen sind auch Leute da, die schon 3-mal jetzt da waren und das bei denen auch nichts gebracht hat. Aber den Jobcenter ist das egal, die werfen die immer wieder da rein und drohen sonst mit Kürzungen. Ich schweife immer so viel aus. Aber es ist auch interessant gleichzeitig so. Ja, ich wollte eigentlich nicht drüber reden, hatte ich gesagt, aber es kommt automatisch, weil es halt mit meiner momentanen Ernährung zusammenhängt, teilweise. Ja, aber mir geht's trotzdem gut. Und wie gesagt, mit den finanziellen, da kann ich jetzt einfach mal hingehen und mir das bar auszahlen lassen.
mit so einem Scheck und dann kann ich das bei der Post abgeben. Also ich habe 3 Monate dann halt Hartz IV bezogen, während ich halt versucht habe, mich in Anführungszeichen selbstständig zu machen oder als Freelancer. Habe ich auch schon von erzählt, dass ich Honorare habe, dass ich auch, ich gebe auch Kochkurse zum Beispiel. Also entweder auf Honorarbasis in Institutionen oder halt privat auf Spendenbasis und halt weiterhin die Coachings, habe auch Real-Coachings also vor Ort gemacht und werde das dann halt weiter ausbauen. Das für diese Übergangszeit habe ich halt Hartz IV angemeldet, für diese paar Monate. Mehr hatte ich auch nicht so gedacht gehabt. Aber dann haben die mich halt sofort in die Maßnahmen gesteckt und war da Vollzeit da und die mich auch total kaputt gemacht hat. Und trotzdem habe ich es geschafft, währenddessen das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Aber mich hat die in meinem Weg deutlich gehindert. Aber so ist das Jobcenter halt. Trotzdem hat sie mir fairerweise sehr viel Erfahrung gebracht, die ich auch weiterhin in meinem Leben nutzen kann. Deswegen habe ich sie auch freiwillig unterschrieben, diese Maßnahme. Ja. Also ich habe jetzt auch einen PC da, den ich habe zum Reparieren, und morgen gehe ich auch noch mal zu jemandem PC reparieren. Ich habe auch noch Interessenten für Kochkurse. Da komme ich dann nach der Maßnahme zeitlich zu, mal sowas zu organisieren. Vegane Kochkurse. Und deswegen klappt das mit den finanziellen, aber jetzt so die paar Tage halt, ist es schwierig noch. Ich kann mir aber auch noch 10 Euro irgendwie leihen oder so. Ist auch kein Problem. Aber ich hatte jetzt halt heute nichts. Oder halt nur noch diese 2 Euro. Deswegen habe ich jetzt einfach nur diese Kakis da gehabt. Die waren auch nicht wirklich ganz reif. Ja. Bin aber eigentlich ziemlich satt und zufrieden noch von den 6 Kakis. Ich mache auch wieder seit 3 Wochen Sport regelmäßig. Also jeden zweiten Tag eigentlich eine Stunde Fahrradfahren. Auch ziemlich leistungsmäßig die zweite Hälfte. Dass ich da richtig reinklotze, weil es mir einfach mega Spaß macht. Und es wirklich sehr extrem viel bringt in Bezug auf Reinigung. Also ich kann schon mal wirklich 2 Kilo Wassergewicht beim Sport verlieren. Und Wassergewicht sind einfach Einlagerungen, wo Giftstoffe einfach mit Wasser umlagert werden, damit der Körper sich davor schützen kann. Das heißt, 2 Kilo Entgiftung quasi durch eine sehr gute Sporteinheit. Das finde ich schon Hammer. Also bis zu quasi. Und das kommt auch nicht mehr wieder. Und es macht mich auch gleichzeitig wieder so fit, mittel- und langfristig gesehen, dass ich viel einfacher so ein Trockenfasten, so ein Tag Trockenfasten oder sowas durchhalten kann, ohne dass mir das was ausmacht. Also ich habe den Arbeitstag auch ganz normal halt ein bisschen durchgestanden. Und weil ich einfach die Fitness dann dafür habe insgesamt. Und das ist natürlich sehr, sehr vorteilbringend. Ja, wie gesagt, Montag ist das zu Ende. Also ich repariere morgen PC, übermorgen PC. Was haben wir? Dienstag haben wir. Freitag ist noch Maßnahme. Samstag, ne genau, Freitag habe ich dann zusätzlich noch, muss ich noch Großeinkauf machen, weil ich Samstag ja das Treffen hier in Kebelawetten veranstalte und gleichzeitig so ein Treffen halt Probe kochen mache für 15 bis 20 Leute. Da muss ich dann für einkaufen am Freitag noch. Dann ist es halt Samstag von morgens bis abends, habe ich dann halt das Kochen und das Treffen. Und dann habe ich ungefähr 5 Tage oder 4 Tage Pause. Und dann habe ich ein Fastenretreat in Würzburg angesetzt. Da sind wir, glaube ich, 10 Leute ungefähr. Das geht dann 10 Tage wieder rum. Dann habe ich nochmal ein paar Tage Pause und dann habe ich das richtige Weihnachtsessen, was ich 3 Tage hintereinander zubereite, insgesamt 7 Mahlzeiten, was auf Honorarbasis ist. Und ja, ab Januar werde ich dann das Hartz IV versuchen abzumelden, indem ich halt Spendennachweise oder sowas gebe. Aber ich weiß nicht, wie das klappt. Ob das klappt, ist jetzt auch noch lange hin. Und ja, auf jeden Fall habe ich genug zu tun, sage ich mal, bis dahin. Da sind schon einige Sachen. E-Books wollte ich auch weiterschreiben und rausbringen. Es passiert aber alles dann, ja, in den, oder, ja, während der nächsten Monate. Spätestens dann ab Januar.
Ja, wie es sonst weitergeht, kann ich echt nicht genau sagen. Kann sein, dass ich jetzt noch mal einen Tag trocken faste. Kann aber auch sein, dass ich halt eine Stunde haben die noch offen. Jetzt ein paar Früchte holen. Ich kann es nicht genau sagen. Je nachdem, wie freudig ich den gewissen Sachen entgegenblicke. Ich habe es in meinem Blog geschrieben, ja, dass man, wenn man halt sehr freudig ist, dann ist Trockenfasten halt wirklich sehr einfach und sehr zuträglich. Und am nächsten Tag, wenn man das einen Tag durchgeführt hat, ist man auch schon viel energetischer dadurch. Besonders wenn man danach dann wieder, weiß nicht, Früchte isst oder einen Fruchtsaft trinkt. Deswegen lohnt sich das einfach mal zwischen den Tag Trockenfasten zu machen. Aber ich, wie gesagt, zwinge ich mich ja zu nichts. Ja, sonst habe ich noch ein Problem, also ich habe noch einige Probleme, wirklich. Also mich stresst das jetzt eigentlich schon, dass ich diese, ja, diese, sich diese Selbstständigkeit aufzubauen, aber es ist halt wirklich genau das, was ich machen möchte, auch wenn ich dafür kein Geld bekommen würde. Sonst habe ich schon auch Angebote von Selbstversorgergemeinschaften, da könnte ich einfach geldfrei jetzt schon leben, aber ich will halt Menschen hier vor Ort und in Deutschland helfen und eventuell dann auch hier was aufbauen, um halt eine größere Anlaufstelle zu haben, für Menschen, die halt in diesem Bereich, wo ich tätig bin, ja, Unterstützung haben möchten. Auch mit Fastenretreats zum Beispiel oder Seminare, Kochkurse, Bezug auf Gesundheit halt. Das würde mir halt viel mehr Spaß machen, als wenn ich mich irgendwo zurückziehen würde und dann einfach mein Ding mache. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es ist noch nicht mein Weg. Also ich möchte halt schon Leute inspirieren. Das ist auf jeden Fall mein Weg. Und dafür brauche ich dann, wenn ich dann halt noch hier lebe, dann halt auch ein bisschen Kohle. Und dann, solange ich noch nicht komplett nahrungsfrei lebe, halt Früchte zu besorgen. Wobei ich mich jetzt so einschätze, dass ich auch wieder ja, komplett ohne leben könnte, wenn ich halt Bock drauf habe. Und wenn es halt sein muss. Wie verbraucht es aber auch dein Geld, ein bisschen irgendwo hinreisen zum Beispiel. Oder weiß ich nicht, 70 Euro im Monat für Internet, Heizung, Strom und so weiter. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, Konto wäre für Spenden sinnvoll. Und da bräuchte ich aber dann wieder einen gültigen Personalausweis. Und ich habe noch den alten, müsste dann den neuen beantragen. Der kostet 30 oder 35 Euro, Lichtbilder kosten nochmal 15 Euro, die 50 Euro will ich dafür auch nicht unbedingt ausgeben. Ich will auch eigentlich kein Personal mehr sein der GmbH von Deutschland. Und ja, da gibt es dann auch noch die WeRe Bank oder WeRe Bank. Ist auch noch so ein alternatives Konzept. Wenn ich da mehr darüber weiß, werde ich auch nochmal darüber berichten. Weil ich auch nicht unbedingt noch ein normales Bankkonto bei diesen Bankgesellschaften haben möchte. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir halt noch unschlüssig bin momentan. Und was mich dann auch teilweise blockiert, wenn ich dann halt nicht weiß, was ich halt jetzt konsequent gehen soll und ja, das ist einfach zu viel irgendwie. Deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen und wenn halt irgendwas nicht klappen sollte oder Engpässe kommen sollten, habe ich halt immer noch die Möglichkeit, dass ich letztendlich von nichts extern abhängig bin. Und das finde ich so eine schöne Befreiung, weil ich einfach diese ganzen Systeme, die gehen einfach so extrem auf den Sack. Aber ich verstehe die Leute, die wirklich diese Systeme unterstützen, weil es ist halt auch wirklich so, dass viele Menschen in dem Bewusstsein sind, dass ohne die Systeme einfach Chaos herrschen würde. Das ist einfach so. Das ist leider so, nur dennoch finde ich es nicht als dauerhafte Lösung, sich dann, also dauerhaft darauf festzufahren, diese Systeme zu erhalten, dass sozusagen alle anderen Menschen, die schon ein Bewusstsein erreicht haben, dass sie nicht mehr abhängig von solchen Systemen sind, dass sie die Systeme nicht mehr brauchen, dass sie darunter leiden müssen quasi. Besonders wenn das Bewusstsein schon sehr weit ist, dann leidet man immer mehr darunter, weil die einen einfach so schwer und dicht erscheinen, diese Systeme. Und ich kam noch nie damit klar. Ich kam auch noch nie mit Geld klar. Ich habe es als Kind auch schon immer verloren, weil ich das noch nie als wichtig empfunden habe und so weiter. Ja, mir geht es wirklich, und deswegen finde ich, das ist eigentlich wirklich der Hauptgrund für Lichtnahrung bei mir, um mich selber zu befreien. Und wenn man sich selber befreit hat, kann man auch anderen viel besser danach helfen. Deswegen finde ich das schon eine sehr gute Intention, beziehungsweise ist eigentlich das einzig Wichtige, sich selber zu helfen. Und damit ist allen anderen am meisten geholfen.
Ja, da wir jetzt bei knapp 20 Minuten sind, ich zwar noch sehr viel zu erzählen hätte, mache ich jetzt aber trotzdem.